This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Hallo, ich grüße dich an diesem wunderschönen Tag, an dem Tag, wo wir am 31. Dezember in das neue Jahr wechseln. Das soll eine Überraschung für dich werden. Und gleich wirst du anhand dieser Praktik dir einen Wunsch für das Jahr 2021 wünschen. Bist du bereit? Denn heute ist der besondere Tag. Es wechselt in das neue Jahr und ich begrüße dich in Liebe und Licht an diesem Tag. Und jetzt ist die Chance, deinen Wunsch ganz genau im Rahmen deines Seelenwunsches zu wünschen. Ich wünsche dir alles Gute für das neue Jahr 2021. Und anhand dieser Praktik kannst du jetzt den Wunsch deiner Seele in das Universum aufgeben, damit das Maximale an Glück, Liebe, Gesundheit für dich und für alle Lebewesen auf Erden bringt. Und jetzt bereite dich darauf vor. Setze oder lege dich bequem hin und mache die Augen zu und verbinde dich mit deinem Herz anhand dessen, dass du die linke Hand auf deine Herzfläche legst und die rechte obendrauf. Und beginne dich mit der richtigen Atemtechnik darauf einzustimmen. Lass deine Gedanken los. Alle Gedanken, alle Wünsche, die vom Verstand kommen, und beginne ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder auszuatmen. Ganz tief ein und aus. Lasse alles los, was du in dem Jahr 2020 zurücklassen möchtest. Festhalten an dem, was dich nicht loshält. Alle Erkrankungen, alle unangenehme Sachen und Dinge, die du bewusst oder unbewusst dir, deinem Körper, deinem inneren Impulsen angetan hast. Tief ein und aus. Fühle, wie du mit neuer Energie gefüllt wirst. Atme und weite es aus in deinem Herzen und befühle dein Herz mit Liebe und Licht. Und nun stell dir vor, du bist ein Stern voller göttlicher Liebe und Licht, wie ein neuer Stern, welcher dir wie ein Schnupperstern alle Wünsche erfüllen kann. Werde jetzt zu diesem wunderschönen Schnupperstern, was leuchtet. Und nun tauchst du jetzt ab in deinem Herzen und bitte deine Seele dieses mit dir mitzumachen. Meine liebe Seele, ich lade dich ein, diese Reise mit mir mitzumachen. Lade ein, alle Schutzengel, alle Lichtwesen, dich dabei zu unterstützen, hier auf Erden ein Licht zu sein und die Liebe der Mutter Erde zu spüren. Spüre,
wie Mutter Erde dich dabei unterstützt, bei dir ist und dein Körper ganz flexibel, gesund, glücklich zu sein. Und spüre diese Fülle des Herzens. Und jetzt sage zu dir selbst, meine Seele, meine liebe Seele, was möchtest du hier auf Erden? Und lasse bitte dein Verstand los. Meine Seele, was möchtest du? Ich bin bereit, deine Stimme zu hören. Und gib die Chance, deiner Seele diese Bilder darzustellen. Öffne deine Vorstellungskraft dafür. Und jetzt stelle dir vor, wo ist die Seele? Wo möchte sie leben? Gefällt dir meine Seele jetzt, dieser Lebensbereich, wo ich gerade bin? Möchtest du hier sein oder um die Welt reisen? Spüre deine Seele, spüre deine Herzenswärme und sei bereit, die Bilder der Seele zu empfangen. Wo ist es besser für deine Seele? Wo kann sie komplett sich öffnen? Meine liebe Seele, zeig mir, wo ist es für mich und für dich am besten? Warte und sei bereit, die Seele wird die Bilder und die Gefühle öffnen. Nun fragst du deine Seele, meine liebe Seele, mit wem möchtest du sein? Mit wem möchtest du den Weg teilen? Und erlaube dir das, was die Seele bereit ist, dir zu zeigen, zu sehen. Sei bereit, schau dir diese Bilder an. Atme und empfange die Bilder von deiner Seele. Fühle, wie das Herz sich öffnet und die Signale sendet. Fühle, wie schön mit den Menschen, die dich umgeben, gerade ist. Siehst du, wer das ist? Empfange die Bilder der Seele. Nun sagst du zu deiner Seele, meine liebe Seele, ich sehe, wo ich bin, mit wem ich bin. Und nun zeige mir, meine liebe Seele, wie möchtest du dich hier auf Erden kreativ entfalten? Sag mir, meine Seele, was möchtest du gerne tun? Tanzen, singen, kreieren, malen. Und auch wenn du das jetzt gerade nicht siehst, lass es zu, einfach zu fühlen. Verbinde dich durch die tiefe Atemtechniken mit deiner Seele und erlaube dir, dass dein drittes Auge sich öffnet. Was machst du auf diesem Planeten für andere Menschen? Fühle diese Energie, die jetzt in diesem Augenblick zu dir zurückkehrt. Denn das, was du tust, ist so kostbar, ist so wertvoll, dass die Menschen es in Dankbarkeit einnehmen. Und genau so wirst du es von den Menschen und dem Universum zurückempfangen. Öffne maximal dein Herz, denn
Du bist so großartig. Du gibst so viel. Und nun ist die Zeit, dass du es auf deinem Lebensweg zurückempfängst. Öffne dich. Öffne dein Herz. Öffne deinen Blick dafür, dass du einfach da bist auf dieser Erde. Und das ist gut so. Das ist ausreichend so. Und jetzt gehst du noch tiefer in dich hinein und frag deine Seele, ob sie einen sehr, sehr tiefen Wunsch in sich trägt. Der Wunsch, der den maximalen Erfolg und maximales Nutzen für alle Menschen auf Erden und für dich selbst trägt. Versuch es nicht mit deinem Ego und deinem Denken zu beschränken, denn alles, was deine Gedanken, was deine Seele in Bilder dir schickt, das ist alles möglich. Vielleicht siehst du gerade dein kleines inneres Kind, was sie ganz was Kleines, Einfaches wünscht, bereits heute Abend. Lasse es zu, dass du zum Silvester Nacht das in Auftrag deines inneres Kindes auch erfüllst. Höre mal, egal ob du Frau und Mann bist, was möchte deine weibliche Seite im neuen Jahr? Höre zu, schau dir diese Bilder an. Was fehlt dir? Was wünschst du dir? Was wünscht sich dein innerer Mann? Was für einen Wunsch trägt dein innerer Mann? Schau dir das an, hör dir das an, fühle es. Einatmen, ausatmen. Nun stellst du vor, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. In hier und jetzt hast du die Kräfte, die dich dabei unterstützen, dein Glück, deine Liebe, das, was du tust, mit anderen zu teilen. Alle deine Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Nimm diese Energie an, in hier und jetzt. Du bist großartig. Du bist gut genug. Du tust das, was anderen und dir Nutzen bringt. Du bringst Liebe und Licht auf Erden und teilst es mit anderen. Du bist Licht und Liebe. Fühle es. Fühle es. Atme diese Energie an. Spüre, wie ganz viele Schutzengel und Lichtwesen dir jetzt an der Seite stehen. Und deine Wünsche jetzt im Universum aufgeben. Ist es ein Luftballon, was hochfliegt? Ist es eine Lichtkugel, in der alle deine Wünsche verpackt sind und bis ins Universum aufsteigen? Glaube daran, dass alle deine Wünsche, die deine Lichtwesen, Engel, die dich dabei unterstützt haben, jetzt nach oben mittransformieren. Spüre dich hier auf Erden und sage: Ich bin Gottes Licht.
Ich bin Gottes Segen. Ich bin Kind Gottes und alle meine Wünsche werden in Erfüllung gehen. So ist es im Sinne für mich und für alle anderen. Ich umarme dich von ganzem Herzen. Bedanke dafür, dass du diese Reise mitgemacht hast und mich im Laufe des Jahres und ab nun bereit bist und warst, mich zu begleiten. Mögen Gesundheit, Liebe, Licht und Energie dein Leben in das neue Jahr begleiten. Deine Jeanne.